Hallo und willkommen zurück bei Borderlands 3, wo eventuell, aber nur eventuell, ein Kampf auf der Karte steht. Ich habe eine legendäre Waffe übersehen, sehe ich gerade. Nein, zum ersten Mal im ganzen Let's Play. Hey. Du hast ganz viele schon übersehen. Ich guck die Folgen selber, muss ich gestehen. Was? Oh nein, bitte nicht. Das ist doch fürchterlich. Nee, ich mag das. Nein, das... Kennst du das, so Negativbeispiele sich selber holen? Wie kann man nur so unmenschlich sein? Ja. Oh, und was Tainas, Tainas Hippity-Hopper. Heute Hase, morgen Bombe. Geil, von Tiny Tina. Ja, nichts, was ich... gut, warte mal. Ich guck mal. Hip. Hip. Hippity-Hip. Hoppity-Hip. Oh. Hippity-Hop. Könnte doch ganz lustig sein. Ja. Mal gucken, was passiert. Schanike. Mal gucken, was passiert. Es soll ja der Schaden nicht sein. Nein. So. Dann sieht ja Frank ja immer, dass ich daneben stehe und warte, bis er alles aufgeräumt hat und dann einfach alles einsammle. Ich spiel erstmal mit meinem Raketenwerfer. Was ist Tobi? Der Tobi ist so hässlich, will man erschießen. Upala. Leider okay, das ist der coole Tobi wieder. Hallo, cooler Tobi. Hey. Tobi ist schon cooler, ja. Okay, die macht mehr Schaden als die anderen. Ist hier niemand mehr? Nö, das war's. Das war's schon? Das war's. Ja, ja gut. Ja. War okay. Steig ich das aus, war's ne? gewesen. Oh, hier ist Gold. Oh, hallo. Steig jetzt guck aus. Mal. Goldener Müll. Hä? Wieso ist das Abfall? Weil irgendwann Geld nicht mehr wichtig ist. Im Casino, sagst du. Ja, aber ja. Vielleicht. Jetzt ist ja das Casino quasi abgestürzt, nachdem Jack gestorben ist. Na gut. Wenn es denen nicht wichtig ist, warum sortieren die hier alles raus? An Gold. Das ist eine gute Frage. Ach, okay. Das ist ja... Ausgezeichnete Arbeit. Vielleicht sind wir doch nicht verloren. Komm wieder zu mir, dann hilft dir dein herrlich modeblinder Freund mit der Reparatur des Konstruktors. Ja, das tun wir am besten mal. Wir kommen gleich vorbei. Schon in Windeseile brausen wir dir entgegen. Ich mag das, wie der redet. Oh, Schatz, ich komme. Eine Verkehrswarnung. Ach, schön. Aktiviere ich mal die andere Quest wieder. Da. So, jetzt suchen wir dann erstmal für den Joyboy noch ein paar Sachen. Na, schade. Hier runter? Hier runter. Rüber. Genau, und dann kommen wir wieder hier hin. Schön. Nicht so schön. Alles nicht so schön, wie ich dachte. Obwohl ich Strahlung eigentlich immer ganz gerne mag. Im Spiel. Natürlich nur im Spiel. Persönlich lege ich ja wenig. Strahlst du ja auch eher weniger, kenne ich ja. Ja, ich bin eher so ein Trüb. Ja. Trüb, Tumba, Taum. Immer diese traurige Fresse, wenn ich euch besuche, aber es liegt vielleicht an mir. Tür geht auf. Oh, Max ist da. Oh, wie sollen wir hier weg? Maxi, Max ist da. Okay, hier ist kein Rückweg. Oh, führst du uns? Ja, falsch führe ich euch. Cool. Okay. Oh Gott, da müssen wir aber... Es würde sogar fast Sinn machen, uns in die Stadt zu porten, oder? Vorher. Wir können porten. In die Schnellreise, also bei der, oder? Wenn wir hier jetzt links gehen, ist noch ein groß. Ach nee, Quatsch, da müssten wir über uns. Nee, okay. Ja, in die Stadt porten. Ja. Ja. Können wir das zusammen machen? Leider nicht. Nee. Ich wollte es gerade machen und plötzlich war ich schon in der Stadt. Ich dachte, ich zwinge euch mal dahin. Aber hier kannst du wieder Scheiße verkaufen. Ja, Scheiße verkaufen.
Das verkaufst, das verkaufst. Äußerst effektiv gegen Gewochen. Ich tue mich manchmal schwer damit, Waffen zu verkaufen. Ja, ich mich hin und wieder auch. Ich mache das einfach so. Ein schönes Schrot gegen Menschen. Da wäre vielleicht einer dabei gewesen, wo sich Tobi gefreut hat, aber die war zu billig. Zu billig für mich? Oder die Waffe? Für den Tobi aber zu billig. Der Tobi nimmt nur Waffen aus Gold. Ach so. Ja, klar. Und irgendwie habe ich 30 Milliarden Sniper. Ich weiß gar nicht warum. Tobi, bitte nicht in der Stadt. Ja, die Leute haben Angst. Ich schieße hier. Tobi, ach so, ist fang, komplett fang. Unschuldig. Entschuldigung, ich bin mal wieder der Ballermann. Ja, brauchst du das hier? Hingeguckt. Ich weiß nicht, für wen das ist. Was das? Und das hier? Ach so, das ist hier für... Das hier? Für mich? Ach, Tobi, was findest und du denn hier? Alles? Für Amara? So, was findet er denn alles? Zwei Sachen für die Sirene, für Erik. Ich brauch's es ja, ich brauch's nicht. Ich nehm's auch mal mit. Das andere Agent ist keiner. Tobi verkauft das mal lieber. Okay. $19.000 kriegst du einen Kleinwagen für. Cool. Ich muss ja immer gucken, was. Was habe ich da aktiviert? Oh Gott. Geil, danke. Achso, okay, das ist immer gleich. T-Dur, Waffennachladegeschwindigkeit. 1000 Schildkapazität, was habe ich da aktuell drauf? Ich glaube, ich behalte meine jetzige, aber... Die ist sehr schön, aber ich behalte meine jetzige. Die können auch alle mal weg. Die wird er nicht brauchen. No. Schnupp. Gut. Los. Achso, ich kann das Feuer stellen zu meinen Kumpels hier. So. Das sind Stinkebrüder. Wo geht's denn da raus? Ach, da unten. Hier unten. Ja, ich bin auch erstmal falsch gelaufen. Ganz obligatorisch. Cool. So, im Würfelland. Schön. Ah. Oh, hier, Hogwarts. Neue Gegnerthe. Neue sind die bestimmt nicht, oder? Ganz neue Gegner. Ja, na gut. Auf der Stinkweide. Mm. So, Frank, was machst du für einen abartigen Schaden jetzt? Ich frag mich auch gerade. Alter. Keine Ahnung, ich dachte, ihr wärt das. Obwohl, die platzen einfach alle, ne? Ja, oder? Oh ja, die platzen alle. Ich glaube, das sind aber zu viele. Ah, okay, gut. Ich dachte schon. Okay, nein, dann ist gut. Oh mein Gott. Okay, gut. Puh. Also ich meine, wäre gut gewesen, ne? Hätt ja, aber ich hätte es nicht verstanden. Das läuft wie am Schnürchen. Das ist ja ein tolles Gebiet. Erinnert mich ein bisschen an Furious Sam. Oh ja, jetzt noch ein paar weitere Gegnerwellen. War es das schon? Ja, das war's schon. Okay. Aber hier haben wir Wurzelbiergetränke, die wir suchen. Nimm mal mit. Okay. Du hast Soda? Na, ist schon okay. Da nutzen wir eben unsere Fantasie und tun so, als hätten wir Eiscreme. Das wird lustig. Was? Habt ihr Picknickdecke? Dann sammeln sie doch ein. Kann ich die einsammeln? Ja, jetzt. Das wird als Decke funktionieren. Oh, wie toll. Wir haben alles, was wir brauchen. Das wird einfach perfekt! Komm wieder zu mir! Und hier ist noch ein Echolock. Nehmen Sie mal mit. Heute ist etwas Seltsames passiert. Ich hatte Müllsammeldienst. Da sucht man im Müll nach Sachen, die man gebrauchen kann. Und da habe ich mein Gepäck gesehen. Es war bedeckt mit faulen Fischen und leeren Flaschen. Aber es war meins.
Jemand muss mein Zimmer ausgeräumt haben. Hä? Das okay. War's? Okay, was für eine... Wow. Hier gibt's noch eine Ebene. Vielleicht mit einem kleinen Miniboss. Hier hinten gibt's noch mehr Sachen zu tun. Ja, hier lag gerade noch ein Kistchen. Okay, aber warte mal, ist hier unten nicht noch was? Warte mal, bevor wir jetzt weglaufen, haben wir da nicht was vergessen? Wir kommen hier gleich eh wieder her. Ach, Herz aus Gold ist Joy. Okay. Genau, genau. Alles klar. Hier gibt's noch mal okay. So einen One-Shot-Gegner. Ach, super. Und Stufe 50. Nice. Weißt du, woran mich das erinnert? Mit den Schreien? Hast du Serious Sam gespielt? Ja klar, voll geil. Diese Gegner, die keinen Kopf haben, aber diese beiden Kugeln an den Händen, die immer nur oh, auf die Zuhörer kommen. Die nach einer Weile ein bisschen nervig wurden? Ja! Ich meine, wie das, alles bei Serious Sam. Ja, so ein bisschen. Aber das hier war es auch schon wieder. Okay, das war jetzt auch eher so semi-beeindruckend. No. Hier kommen wir vielleicht nochmal her, oder? Keine Ahnung. Aber Stufe 50. Gretz. Schnieke. Skillpunkt erstmal ausgeben. Gratulation. Gratulation. Letzte Level. Achso. Was nehme ich? Guck gerade, was ich skille. Ihr könnt schon mal laufen. Ach nee, oder wir gehen zurück und während der spricht. Ja. Während der spricht, mache ich dann. Aber ich dachte, du hörst ihm zu. Ja, dann mache ich ja auch. Also so ein bisschen. Wo läuft der Funk jetzt hin? Na, hier waren noch kleine Truhen zum Aufmachen. Ach so. Toiletten! Oh, geil. Dann zu Joy. Toilettensitze schnüffeln. La 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 la. Also, du niedlicher Knirps, wo machen wir das denn eigentlich? Oh, ich habe schon den perfekten Ort. Schön ruhig. Es könnte etwas schwierig werden, hinzukommen. Aber ich weiß, dass wir das mit der Kraft der Freundschaft schaffen. Los geht's! Oh nein, Begleiterquest. Oh nein. 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 Frank steht wieder im Weg. Wie macht der Mann das? Was? Oh, Entschuldigung. So, ich hoffe, der wird nicht erschossen jetzt von irgendwem. Ach, Quatsch. Wir gehen einfach zum Picknickplatz. Bisher wurde noch niemand erschossen. Und wenn, dann helfe ich nach. Das wäre wirklich ein bitteres Ende. Oh, hier sind natürlich wieder Gegner. Boah, das gibt's gar nicht. Warum machen die hier so krassen Schaden? Weil die Gegner jetzt Stufe 50, 51 sind. Ah ja, danke, Frank. Bitte. Klar, noch ein bisschen weiter zurück, Joy. Hinter uns, Achtung. Hier rüber, ihr Hackfressen. Alter, wo will denn der hin? Ich hab keine Ahnung. Boah, kein Wunder, dass keiner mit dem frühstücken will. Hauptsache so ein scheiß Picknick im Müll. Echt, ey. Hä? Okay. Ja, hier ist schön. Allein, was? Was?
Du kannst auch mal was machen, du scheiß Blechbüchse. Wo ist Tobi? Tiger einfach mittendrin. Ich bin hier. Achso, wird schön. Möchtest du bei mir bleiben? Nur einen Moment. Nee. Oh. 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 Okay. Oh. Er zittert. Ich muss dir was erzählen. Ich bin wirklich ein Mängelexemplar. Meine Energiezelle ist schon eine Weile sehr schwach und ich habe nicht mehr viel Zeit. Dieses Picknick war das letzte, was noch auf meiner Liste stand. Und jetzt kann ich glücklich sterben, denn ich habe einen Freund gefunden. Du warst so nett. Ich hätte nie gedacht, noch jemanden mit einem Herz aus Gold zu treffen. Also nimm bitte auch meins. Was? Oh, Gold. Herz aus Gold, verstehe. Ich hatte einen schönen Tag. Nein. Oh. Nein, oh. Was? Das ist aber bitter. Oh. Boah, Mission abgeschlossen. Okay. Oh. Gut. Tja. Naja, weiterer Schrott auf dem Schrott. Ja. Schrott zu Schrott. Tobi, wisch dir die Tränen aus dem Auge und komm. Aber. Tobi, bitte. Okay. Er will alleine sein. Gucke, er ist weg. Er ist despawned. Das war ein bisschen bitter. Aber er war glücklich am Ende. Das stimmt. Ich hatte einen schönen Tag. Plum. Aber ein scheiß Leben anscheinend. Aber trotzdem noch einen schönen Tag. Na, immerhin einer. Ja. Der wiegt bestimmt alles andere auf. Na klar. Das ist doch wie ein Moment. Der ganze Tag kann scheiße sein, aber dann hast du einen schönen Moment und dann ist gut. Dann kann man auch mal loslassen, meinst du? Ja. Oh. Also nein. Also, also mit den richtigen Tabletten, ja, aber nein. So, dann schauen wir die andere Quest ja auch noch, wa? Ne, wir schaffen alles hier. Guck mal. Die Questie Boys. Du wie die Questor. Die Questor. Freddy ist hier. Och. Bring mir die Zellen. Ich mach mich gleich an den Aufbau der Energiequelle. Hallo, Heider. Wieso triggert denn alles automatisch? Der Heider, ja, Mann. Tobi, bist du da? Ja, ich stehe hier, ja. Während ich daran arbeite, könntest du die anderen Teile schon mal anschauen. What? Arbeiten für Freddy, yeah! Was war denn das gerade? Ich war kurz verunsichert. Ja, auf seinen Kopf, knack. Ich glaube, der will auch picknicken gehen. Ich hatte einen schönen Tag. So, platziere das Konstrukt. Warte. Achso, hier. Okay. Reparieren. Flops. Und hier auf der Seite. Flops. Eine Energiequelle bereit voll zum Aufnehmen. Ich hab doch gesagt, Freddy hilft dir. Cool. Guten Tag, Gummi-Freddy. Danke. Unsere Erlösung ist nah. Und jetzt den Konstruktor hochfahren. Das wird bestimmt furchtbar schief gehen. Ich sag's nur. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht gut. Clip, clip. Oh, na, was? Geil. Oh nein. Nein, nein, nein. Mit dem Bot stimmt was nicht. Ändern wir mal die Programmierung, ja? Na klar. Oh. Ja, aber das wirst du. Ihr gehört euch, Bürgermeisterität. Bürgermeisterität? Konstruktor, wir haben dir das Leben geschenkt, damit du unsere gute Stadt vor dem Untergang bewahrst. Verdiene dir dein Bürgerrecht und hilf uns. Begib dich zum Schredder. Verstärke den großen Metallträger und rette Trashlantis. Das hört sich gefährlich an. Das mache ich nicht. Befehl akzeptiert. Scheiße. Tony Bordells Kapitalistenimperium kontrolliert das Gebiet um den Schredder. Du musst den Konstruktor begleiten. Natürlich müssen wir den Konstruktor begleiten. Ja, ist doch klar. Auf jeden Fall. Schade. Hat ein bisschen was von Overwatch jetzt.
Stimmt. Kann ich draufklettern. Achso, wir müssen ja die Tür öffnen. Ah. Ach so, ja, nichts kann er selber. Kommst du, Klaps? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber es stinkt. Mehr als es sonst hier stinkt. Was ist das? Ein Konstruktor? Der gehört jetzt mir, Tony. Oh nein. Warte nach. Scheiße! Tötet den Typen! Ich arbeite an einem Reaktor, um den Konstruktor wieder in Gang zu bringen. Wo kam das denn her? Er hat nice Weapons gedroppt. Was? Einfach ja sagen. Ich frag einfach gar nicht. Ich auch nicht mehr. Warte, da war noch was. Da war noch was. Wo denn? Ja, schade. Du warst schon wieder weg. Nee. Irgendein Gegner habe ich gerade nur gesehen. Aha. Aber ich dachte, wir können dann wieder von hier aus schon mal drüber ballern, aber ich glaube, das macht hier einfach gar keinen Sinn, sowas zu suchen. Mist. Nicht wahr? Menschen haben keine Traktorstrahlen. Noch nicht. Noch mehr Bordelltypen. Platz machen für den Konstruktor. Nice, Tobi. Hey, was geht? Nice, Funk. Hey, was geht? Ach, Tobi, Alter. Das nutzloseste Klo Schottland. Richtig, richtiger Schrottischrott. Ja. So. Weiter geht's. Uäh. Macht das schon sehr gut. Oh, war hier noch ein Geheimnis? Der Strahl. Den Rückweg, alles klar. Oh, was ist denn hier los? Wir kommen. Schon unterwegs, du. Was hast du mit dem gemacht? Ich wollte gerade meine Fäuste nutzen. Ich? Wen meinst du denn? Du, was hast du gerade mit dem Typen gemacht? Ich hab den gerade voll zersplattert. Alter. Der kam mir so nah. Okay, großer Kerl. Das war voll geil. Sicher. Geh weiter. Na also, Tapferkeitsprotokolle aktualisiert. Jetzt sollte der Konstruktor auch arbeiten können. Selbst wenn er beschossen wird. Okay, oh. Großer Kerl. Zeit, dieses Building zu verstärken. An die Arbeit. Pretty Boy, wenn diese Trash-Lantis-Freaks verschwinden sollen, brauche ich Verstärkung. Du musst mir helfen. Natürlich. Ich jetzt, wenn ihr seufzt, Tony. Also gut,
unterhalten, wenn du das überlebst, Tobi. Hä? Oh! Hinter uns! Entschuldigung, Herr. Und enttäusche mich nicht nochmal! Oh, wo kommen die denn alle her? Geil! Ich sehe nichts, aber. Alles klar, Pretty Boy! Ich schalte diese Arschlöcher selbst aus! Tony? Da ist Tony Bordell! Da war er! Badass? Oh, aua. Boah. Ja, Mann. Geil. Jetzt, wo diese Schwachköpfe tot sind, sollten wir den Vorgang beschleunigen können. Also schmeiß schon, du großer böser Bot! Boah. Hey. Geil. Schon nice. Hör mal, Bürgermeister. Du hast vielleicht heute einen von mir besiegt, aber es ist noch nicht vorbei. Ich muss einige Haufen ausdrücken, aber deiner liegt immer noch ganz oben. Oh. Wir werden uns nie vor dir beugen. Und wie ihr das werdet, es wird umgebaut und ich habe ein Ass im Ärmel. Du wirst schon sehen. Die Verstärkung sieht interessant aus, die er da gebaut hat. Solange er an der Macht ist. Also, Kammerjäger, begleite unseren neuen Konstruktorbürger zurück nach Trashlantis. Natürlich. Der Bürgermeister ist noch nicht stark genug und ihr seid noch in Gefahr. Ich habe euch in den letzten Minuten sehr ins Herz geschlossen. Also werde ich meinen schönen neuen Körper opfern, um die Stadt zu retten. Du gehörst wirklich zu uns, mein Freund. Meinst du das wirklich? Sind wir Freunde? Ja. Natürlich. Ja, ja. Danke. Leb wohl. Freund. Ging mir auch ein bisschen ins Herz gerade. Für Trashlanded. Solange es diese Stadt gibt, wird Trashlanded dein Ort verehren. Was dich betrifft, Kammerjäger, komm wieder zu mir, wenn du bereit bist. Eigentlich bin ich noch da. Und nicht tot, wie es scheint. Nö, ciao. Nö, ciao. Was für ein Schwachsinn. Wir werden nie wieder herkommen. Ne. Ja, das war ja, puh. Das war schöner Schwachsinn. Aber ich dachte, Konstruktoren können einfach Sachen aus dem Nichts erschaffen, so, weil das machen die ja sonst immer. Ja, ja, der hat ja quasi die Bots erschaffen, die als Stütze da dienen, während wir gekämpft haben, glaube ich. Hm, okay. Und sich dann am Ende sehr, sehr nützlich mit reingeopfert. Hm. Das war tragisch. Ja, sehr sogar. Ich habe ein bisschen geweint. Ja, ich habe auch. Meine Augen sind richtig salzverkrustet gerade schon. Oh, hier ist noch eine kleine Kiste. Ist aber ein sehr unnützes Klo. Oh, wow. Ja, also, dann. Ja, okay. Ja, dann zurückkommen. So, ich warte mal auf euch. Ich will nichts triggern hier, aus Versehen. Na, mich triggerst du. Mit meinem Aussehen, ich weiß. Ja. Weil ich so gut aussehe heute wieder. Ich habe Trashlantis gerettet. Wir? Sieh dich an, Assistent des Helden von Trashlantis. Der bin ich. Ich bin der Held von Trashlantis. Nun, ich stehe zu meinem Wort. Ich werde in die Welt da oben aufsteigen und mich deinen Leuten anschließen. Denn Trashlantis wird nie frei sein, solange Pretty Boy das Sagen hat. Gute Juhu. Arbeit beim Aufstellen einer Crew. Geh wieder zu Timothys Versteck, dann renken wir die Sache wieder ein. Trashlantis mit dir, Retter. Kehre zum Chaos, hat den Timothy zurück. Und taugt dir was? Ne. Also okay. Nicht für mich. Habe ich mir gedacht. So, ich setze mich mal kurz bequem hin. Haben wir denn noch mehr hier zu entdecken? Ich gucke mir erstmal die Karte an. So.
Ja, wir hätten noch ein Gebiet, wo wir nicht waren. Das ist hier direkt. Das ist ja direkt hier, ne? Ja, genau, genau. Dann direkt hier. Mal. Komm mal kurz gucken, oder? Ja. Das schaffen wir heute noch. Tobi, oder? Ja, Tobi. Ja, du bist dabei. Ich liebe dich. So. Mhm. Alles klar. Ich meine, sieht schön aus hier und so. Zerstört! Boom. Tobi. Ah, ja. Ich mach Mund zu Mund, komm her. Da. Das war das Ekligste, was ich je gehört habe. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ohne Witz. War das eklig. Was? Hä? Frank, was ist denn da los? Frank, was ist denn los? Geht. Was ist denn los? Moist. Oh, das ist so ekelhaft, das Wort, ne? Oh. Ja. Das ist das ekelhafteste Wort, was es gibt. Moist. Hört sich auch ein bisschen an wie Karl Moik. Das sieht aber cool aus hier mit dem Feuer, ne? Kann man da rein? Ja. Oh, hier ist eine Truhe, ja. Oh. Na, ja. Oh, geil. Brauche ich nicht hinkommen. Aber schön. Ich brauche nie wieder was anderes als den Inhalt der Truhe. Okay. So, das war's. War das Gebiet hier, ne? Ja, ja. Ich glaub. Ja, dann warte mal hier. Sieht so aus, als wenn da oben noch was wäre. Kann man da hin? Oa Alpia. Noch eine schöne große Truhe. Eine Drühe? Eine Truhe. Oh ja. Oh, schön. Mhm. Mach mal auf. Okay. Wow. Oh. Kaviar. Lachs und Kaviar. Hm. Oh, hier ist ein Tonband. Ich mach mal, ne? Ja. Mach mal. Da waren meine schönsten Klamotten drin. Aber als ich sie sah, war ich angewidert. Nicht im Sinne von, das stinkt wie ein toter Wretch, sondern im Sinne von, wie konnte ich je glauben, dass der Scheiß wichtig ist? Hä, das war eine Diesel-Jeans. Bitte. So was Gutes gibt's nicht mehr. Ah, das war jetzt ihre Geschichte, ja? Ja. Ihre guten Klamotten waren da drin und die waren eingesaut und die sind eigentlich gar nicht wichtig, weil Kleidung braucht man nicht. Mann. I cry every time. Ja gut, war schön hier. Ja, das war aufregend. War anders aufregend, ja. Hm. Kann man ja auch mal machen. Gut. Ja, dann wieder zurück zur Casa del Timothy. Beim nächsten Mal oder jetzt? Ich würde sagen beim nächsten Mal, oder? Wenn ich so auf dem Grill beim nächsten Mal. Ihr habt den Erik gehört. Beim nächsten Mal. Der Funk wird ja noch gerne, aber nein, Kinder, es ist Zeit. Ja, dann schlaft schön, ne? Und bis zur nächsten Folge. Auch dann gibt's wieder schöne Märchen aus dem Morgenland. Tschüss. Knut. Tschüss.